Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe unseres FM 2018 mit dem BVB. Wir hatten jetzt zwei Auswärtssiege in Folge, eine 2:0 gegen Ajax Amsterdam im Champions League Auftaktspiel der Gruppe D und dann halt jetzt in der letzten Folge ein 5:1 gegen Eintracht Braunschweig. Vor allem in der ersten Halbzeit finde ich es jetzt nicht so deutlich. Wir haben schon einiges zugelassen, aber vor allem in Halbzeit 2 gab es dann ein deutliches 13:0, wenn man nur die zweite Halbzeit mit durch zwei Tore von Golbis und Gerrit, dann noch Keane. Also ja, unsere Flügelspieler haben es ganz gut gemacht dann. Und ja, jetzt steht ein Topspiel an gegen RB Leipzig. Und da wollen wir natürlich eine besonders gute Leistung abliefern. Und dadurch bin ich auch sehr froh, dass ein Willem Golbis gerade schon Topform ist. Ebenso auch ein Rick Gerrits. Also wir haben genug Alternativen da vorne. Das hatten wir so immer. Moise Kean, auch wieder ein Tor. Wir müssen uns jetzt halt nur konzentrieren und ähnlich gut spielen. Und ganz wichtig, auf die Offensive von Leipzig aufpassen. Allen voran auf einen gewissen Herr Timo Werner. Dem einen oder anderen sagt das vielleicht etwas. Ich sag nur so, er ist ganz ordentlich. Ein Fußballer, er weiß, wie man Fußball spielt. Er hat das schon hin und wieder mal unter Beweis gestellt. Vor allem auch gegen uns hat er das unter Beweis gestellt. Ich erinnere mich an ein Spiel, ich glaube, in der letzten Saison war das auch. Wo er ja, einige Tore gegen uns geschossen hat. Und wir, glaube ich, hoch verloren haben, 5:2 oder irgendwie so, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es in etwa so viele Gegentore. Und es hat mich gefühlt, als würde ich das gegen Neymar spielen. Also Neymar, das mal okay, aber bei Timo Werner habe ich mich schon gewundert, dass er da so frei wegspazieren durfte. Klar, er ist schnell, aber heißt jetzt nicht, dass er unbedingt deswegen jetzt so vorbeilaufen kann, wie er gerade Lust und Laune hat. Ne? Spieler der Woche hat er sich verdient. 4 Spieler sogar. Zagadou, Upamecano. Zagadou aber als Linksverteidiger. Interessant. Auch dann Axel weiterhin nur mit einem einzigen Länderspiel. Ich würde ihm schon mehr gönnen. Aber ich denke, wenn er es jetzt weiter so gut macht, dann wird er in Zukunft mehr Spiel haben. Hat aber natürlich mit Upamecano und Laporte, die beide auch bei mir spielen, natürlich jetzt starke Konkurrenz. Und ja auch noch den ein oder anderen Franzosen, den es so gibt. Ich fällt jetzt spontan keinen ein, aber es gibt halt gute Innenverteidiger. Die ich auch kenne, aber die mir jetzt gerade Stand jetzt nicht einfallen. Und schon wieder habe ich Stand jetzt gesagt. Meine Güte, man könnte wirklich denken, das soll irgendwie eine Parodie sein auf Kovac. Ist es aber nicht. Glaub's mir doch. Ach, das ist ein Mittwochspiel. Das ist auch englische Woche in der Bundesliga. Hätten die ruhig weglassen können, ja? Hätte ein bisschen mehr Zeit zu generieren. Regenerieren. Generieren. Wobei. Wir sind eh fit genug. Wir machen das ja ganz gut, was das angeht. Kriegen wir hin. So. Jetzt ist Götze auch wieder voll im Training, braucht halt nur noch wieder Spielpraxis. Sancho noch einen einzigen Tag und dann sind wir wieder komplett fit. Porte für Zagadou. Der kommt hier. Marco. Überleg ich mir noch. Paulinho kommt ins Zentrum für Cuisson, der leider nicht so überzeugen konnte. Marco dann für Michael. Christian nach links. Ich glaube Guerrero wieder rein. Ansonsten bleibt so. Die haben es gut gemacht, sind in guter Form. Deswegen werde ich auch mit denen spielen. Aber ich will ja der Golbis zum Flügelspieler machen, nicht zu einem nach innen ziehenden Angreifer. Ich erwarte heute einen Sieg, ganz klar. Will man Meister werden, muss man diese Spiele gewinnen. Flügelspieler angreifen. Offensiver Mittelfeldspieler angreifen.
Ich denke mal, mit Pau haben wir jetzt wirklich schon einen Keeper für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Also da müsste ich schon wirklich jemanden finden, der noch super gut ist, damit ich den Pau vor die Nase setze. Oder Pau müsste jetzt sich so schlecht entwickeln und da wirklich nur Torwartfehler machen. Aber das ist etwas, was ich jetzt nicht unbedingt glaube. Gute Chance ist Martinez. Paulinho schön auf Ober. Nutzt seine Schnelligkeit aus. Rechts ist Goebbels. Okay, Weigel. Leon. Willem. Gut. Gesehen auf Passer. Der hat jetzt viel Platz und Ober macht das 1-0. Ach, 6 Minuten. Ein Start nach Maß. Oh, da hat Lafon fast einen Fehler gemacht. Schön, Guerrero. Was macht er denn rechts? Hä? Das war ein Abschlag vom Torhüter. Guerrero ist immer noch auf der rechten Seite. Was zur Hölle? WTF? Aber er hat den Ball bekommen, also von mir aus. 2-0. Vorlage Goebbels. Okay, nach 17 Minuten. So kann es weitergehen. Perfekt. Das ist eine Chancenauswertung, die ich mir gerne ansehe. Oh, Paulinho ist angeschlagen. Zur Halbzeit geht er dann raus. Scheint er nicht allzu schlecht zu sein. Die Kondition ist ja immer noch bei 85% von nachher. Alles gut. Vielleicht in der Platzwunde. Wer weiß. Guerrero. Oh. Schöner Freistoß. Guerrero mit einer guten Tackling-Aktion. Pulisic. Paulinho 3-0. Was ist denn hier los? Ich will ja jetzt nicht wieder auf das Ingolstadt-Spiel kommen, aber hätte ich mir gerne in dieser Partie angesehen, so eine Chancenbewertung. Ich werde, glaube ich, noch viele Wochen und Monate und Jahre darüber sprechen. Goretzka 4-0. Okay. Habe ich jetzt nichts gegen. Und anscheinend jetzt die nächste Chance. Aber was für ein Schuss war das denn von Goretzka? Aus dem Hinterhalt einfach reingeballert. Wow. Was für ein Spiel. Also zu Hause gegen Top-Teams, das können wir. Hat man schon gegen Paris gesehen. Sieht man heute. Oh, Martinez, Timo Werner, unser Erzfeind Odriozola, mit viel Platz im Hinterhalt, aber wir können klären. Warum steht die ganze Zeit das Ergebnis von Hertha gegen Wolfsburg? Gibt es sonst keine Nachrichten? Paulinho mit viel Platz, auch fast das 5-0. Unglaublich einfach nur. Der Paulinho geht raus. Wer soll denn rein? Christian geht da rechts. Ja, und jetzt? Moment. Christian in die Mitte. Goebbels nach links. Und Gerrits für Paulinho. So, das wollte ich machen. Und Gerrits kann dann nach innen ziehen. So. Pulisic kriegt vorgeschobener Spielmacher unterstützen. Perfekt. Und in 3 oder 4 Tagen ist dann direkt das nächste Spiel. Auswärts in Hoffenheim, also das nächste Topspiel. In den 4. der letzten Saison.
und die auch jetzt nach 5 Spielen schon auf dem 2. Tabellenrang liegen. Also sie können ihre gute Leistung beibehalten. Leon, Pulisic, Gerrits, Oba! Eine Chance nach der anderen. Das Schönste an dem Ergebnis ist, es ist verdient. Wow, schön gesehen auf Gerrits, in der Mitte ist Ober. Oder auch Goebbels. Was für eine Parade von da vorne. Das war ein Reflex. Allererste Sahne. Willem? Ah, schade. War keiner noch. In Kanada. Vinicius Junior aus dem Hinterhalt. Aus dem Hinterhalt. Er müsste schießen. Er schießt, aber Gerrits klärt. Und ein Konter direkt. Oh, schade. Schade, Chocolate. Slag, Gerrits. Oba, oh Mann. Komm, du schaffst heute noch einen Hattrick. Oder auch nicht. Weil ich glaube, ich vielleicht auswechsel für Isaac. Odrisola wäre nämlich viel Platz drüber. Gut. Jetzt kann er raus. Wobei, ne, der geht wieder auf den Flügel. Goebbels geht dafür wieder raus. Und Isaac hat jetzt knapp 35 Minuten Zeit. Also schon eine Menge Spielpraxis. Isaac schon auf Gerrits. Gerrits. Ach, Mann. Komm, drittes Mal wechseln kann ich ja auch. Ich habe gerade keinen zentralen Mittelfeldspieler, wie ich sehe, ne? Jetzt so ein Mendoza wäre gut. Oder Götze, aber beides ja. Nett auf der Bank. Komm. Marco für Leon. Sicherlich ungewohnt. Ich glaube, ich setze ihn gerade zum ersten Mal als zentralen Mittelfeldspieler ein. Boah, die nächste Riesenchance. Ich will einfach nicht aufhören. Der kann doch als ZM, oder? Nein. Egal. Egal, schafft er schon. Wir werden dadurch schon nicht 5 Gegentore kassieren oder 4. Hoffe ich. Schön aufgeregt. Was für Lücken da sind. 5-0. Das ist unfassbar. Das sind ja Lücken, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und wieder. Reus auf Gerrits und er läuft einfach vorbei. Und Isaac. Gut. Immerhin zwar kein Tor von Isaac, aber wieder mit einer Vorlage. Wie auch schon gegen Globs gegen Braunschweig. Oder Amsterdam. Ein von beiden Spielen. Und schon wieder so eine Situation, wo Gerrits einfach vorbeiläuft. Krass. 6-0. Und wieder Vorlage, Isabel. Siehst du, scheint gut zu funktionieren. Mal gucken. Oh, da war fast wieder Isaac am Ball. Ich habe schon geguckt, wo Gerrits liegt. Er steht. Läuft. Liegt. Wo er liegt. Er liegt auf dem Boden einfach nur. 3 Vorlagen, okay? Das sind jetzt 5 Vorlagen. Auch nicht schlecht. Da gibt jetzt 4 Tore. Effektiv, unser Holländer. Reus auf Isaac. Isaac, auch. Der hätte das Tor so verdient.
Isaac, Ober. Fällt noch ein Tor? Ein 7-0? Komm schon, schafft er noch. Bei diesen Lücken da hinten. Das Guerreiro wieder so viel Platz. Gerrits 7-0. Hattrick Rick Gerrits. gegen RB Leipzig. Also nichts kriegt irgendjemand, sondern gegen den Vizemeister. Unfassbar. Spielende. 7-0 gewonnen. Also jetzt ganz im Ernst. Wenn ihr jetzt keinen Daumen hoch gibt. Also jeder, der das hier guckt und die, von Anfang bis Ende dieses Ergebnis und mir jetzt keinen Daumen hoch gibt, ja, da muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, dann bin ich traurig. Nee, jetzt Spaß beiseite. Das, was war das denn jetzt für ein Spiel? 7-0 gewonnen und wir hätten wirklich noch höher gewinnen können. Da war ja gar nichts offensiv von Leipzig. Ich glaube nur am Anfang. Ich glaube, in den ersten Minuten. Ich glaube, die erste Chance von Leipzig war recht gefährlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber ansonsten. Und vor allem Rick Gerrits, wie viel Platz er einfach hatte. Langer Ball von Isaac oder von wem auch immer. Der konnte da vorbeispazieren auf der rechten Seite. Also der Linksverteidiger, die linke Abwehrseite war gar nicht vorhanden. Das war schon krass. Ich werde mich nicht beklagen, ganz sicher nicht. So, das war's für heute. Morgen geht's gegen Hoffenheim. Mal gucken, ob wir eine ähnlich gute Leistung abliefern können. Ich würde es mir wünschen, aber ich sag's mal so. Seid bitte nicht enttäuscht, wenn das nicht wieder ein 7-0 wird. Also, nicht zu viel erwarten. Also nicht wieder 7 Tore von uns erwarten. Also, macht's gut. Bis morgen. Ciao.